Mahlzeit, der DAX über 6% im Minus, es ist schon fast ein bisschen besser als zu Anfang. Wir waren ja über 8% im Minus, jetzt hat der DAX seit seinem Hoch über 20% verloren. Wir sind in einem Bärenmarkt, die Stimmung ist absolut auf dem Tiefpunkt und wir schalten direkt mal nach Frankfurt. Im Brennpunkt des Geschehens, Markus Koch, den können Sie jetzt auch bei uns bei OnVista auf der Startseite sehen mit seiner Opening Bell und wir fragen ihn direkt mal erst in Frankfurt. Markus, wie ist die Stimmung? Nun, also wir haben ja seit Donnerstag letzter Woche an der New Yorker Börse wirklich das erste Mal nackte Panik gespürt, vor allen Dingen verursacht durch die sehr, sehr stark einbrechenden Renditen der US-Staatsanleihen, was in Folge natürlich die Banken massiv belastet. Und wir haben am Wochenende die Nachrichten gehabt zu Italien. Die Stimmung also ist am absoluten Tiefpunkt auch bei uns an der Wall Street und das zeigen auch die immensen Kursausschläge. Wie geht man damit um? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Deutschland auf den VDAX gucken, der ist so hoch wie zuletzt seit der Lehman-Panik, sage ich mal. Ne? Also wir haben fast eine ähnliche Situation, was den VDAX angeht. So ist die Stimmung auch in den USA. Heißt das für dich Finger weg oder kommen wir jetzt in den Bereich Schnäppchenjagd? Nein, ich glaube, dass die USA im Prinzip anfangen, eine Rezession einzupreisen, was auch sehr sinnvoll ist. Viele sind ja zuerst davon ausgegangen, dass der Coronavirus nur ein Einquartalsereignis sein wird. Und das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben zuerst einen Angebotsschock durch die Lieferketten, dann kriegen wir einen Nachfrageschock und rein statistisch gesehen dürfen wir in den USA frühestens 1 bis 2 Monaten einen Zenit bei den Infizierungen sehen. Ne? Was machen die Amis? Die Amis testen erst gar nicht, weil sie es gar nicht können. Das heißt, wenn sie anfangen zu testen, und das ist jetzt, dann wird natürlich die Anzahl der Infizierten erstmal deutlich hochgehen. Das heißt, die negative Nachrichtenlage bleibt. Und der zweite Faktor ist natürlich jetzt der Ölpreis, was die Saudis hier gemacht haben. Der eine oder andere mag natürlich denken, wunderbar, Benzin wird billiger, Heizöl auch. Aber die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Zumal in den USA über 700.000 Menschen bei börsennotierten Energiewerten sind. Und weil der Deflationsdruck in der Welt natürlich massiv angefacht wird und die Renditen der Staatsanleihen noch tiefer in den Keller treibt. Das heißt, was wir jetzt brauchen, vielleicht kriegen wir das sogar heute schon, ist nochmal eine Emergency-Zinssenkung der US-Notenbank, spätestens nächste Woche 50 bis 75 Basispunkte und man wird signalisieren, dass QE4 kommt. Das heißt, die Bilanz der Notenbank wird wieder deutlich ausgeweitet, vermutlich sogar erweitert, also mit dem Kauf, mit dem direkten Kauf von Unternehmensanleihen. Statistische Betrachtungen des S&P 500 haben ja ergeben, man kippt den Bärenmarkt ein, durchschnittlicher Rückgang 30,7%, Erholungszeit im Durchschnitt 14,5 Monate. Ein Szenario, was jetzt für dich am US-Markt vorstellbar ist? Ja, also ich würde schätzen, dass wir im Fall einer Rezession im S&P bis auf 2450 sinken können. Nicht im direkten Weg. Mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt nochmal einen ziemlich fetten Bounce nach oben bekommen. Ich meine, Trump könnte überraschend ein Moratorium auf den Handelskonflikt mit China ausrufen. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben die Gegenmaßnahmen, die ergriffen werden durch die US-Notenbank. Und wir haben eine extrem schlechte Stimmung. Vor 4 Wochen haben wir alle noch gefeiert. Jetzt denken wir alle, die Welt geht unter. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal eine fette Gegenbewegung kriegen, aber die man wahrscheinlich verkaufen muss. Okay, also die Aussichten bleiben ein bisschen trübe und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Alles klar. Dankeschön für die Auskünfte, Markus. Also die Stimmung in den USA, meine Damen und Herren, die ist alles andere als rosig, am deutschen Markt auch. Ich habe den VDAX schon angesprochen. Wir gucken auch schnell nochmal drauf, damit man sieht, wie schnell der angezogen hat. Wir sehen 56,52% ist der angezogen. Hier haben wir die Lehman-Krise und hier sehen wir, wo wir aktuell sind. Ein brutaler Anstieg durch das Coronavirus. Also von daher muss man auch jetzt ein bisschen Vorsicht walten lassen. Trotzdem, Panik, ich habe es hier oft genug gesagt, ist nicht der richtige Ratgeber. Aber natürlich sagen jetzt alle, ja, toll, der Weingang steht da und hat immer gesagt, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Wenn man ins Depot guckt, ist alles tiefrot. Ja, das stimmt natürlich, aber trotzdem, wir wissen es, es kommen auch wieder Erholungsphasen und jetzt muss man bei Neueinstiegen natürlich warten, aber wenn man jetzt den Absprung noch nicht geschafft hat, dann würde ich auch nicht mehr sagen, okay, man muss jetzt unbedingt noch raus aus den Märkten, sondern eher gucken, dass man ein bisschen frisches Kapital sammelt und dann an der einen oder anderen Stelle nachkauft und nicht die Flinte ins Korn wirft und jetzt dem Aktienmarkt den Rücken kehrt, weil das ist mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg, auch gerade nicht für die Zukunft. Die Deutsche Bank heute ganz klar im Minus, wir sehen es, sie war schon über 15%, neues historisches Tief. Wenn wir uns vielleicht mal einen längerfristigen Chart angucken, dann können wir sehen natürlich,
Hintergrund ist natürlich Donnerstag EZB-Entscheidung. Man rechnet damit, dass noch was gemacht wird, dass die Einlagezinsen noch erhöht werden, damit die Leute oder die Banken noch mehr Geld unters Volk werfen. Aber ich frage mich, wer es abnehmen sollte. Das könnte natürlich zum einen belastet das die Banken, zum anderen durch das Coronavirus steigt jetzt das Risiko von Kreditausfällen. Auch das wird jetzt bei den Banken eingepreist, dass viele Unternehmen durch das Coronavirus in Schieflage geraten und deswegen natürlich auch bei der Deutschen Bank oder auch bei der Commerzbank, da sehen wir ein ähnliches Bild heute, auch ein historisches Tief, dass hier Kredite ausfallen und dass es für die Banken noch schwieriger wird, sich wieder ein bisschen aufzurappeln. Überhaupt sehen wir das jetzt europaweit, dieses Bild bei den Banken. Die sind jetzt zum Beispiel nach der Lufthansa als einer der Hauptverantwortlichen oder nicht besser der Hauptbetroffenen, nicht Verantwortlichen, Hauptbetroffenen ausgemacht worden, die jetzt Probleme in der Coronavirus-Krise bekommen. Automarkt in China bricht ein. Ja, Aktien von Autobauern brechen auch ein. Continental nicht ganz so stark, da haben wir ja schon die Zahlen gehabt und da ging es ja schon kräftig bergab. Aber wir sehen es auch hier. Es geht weiter runter, weiter runter, weiter runter. Heute ist Panik. Heute wird nicht so richtig auf die Nachrichtenlage, auf die weiteren Aussichten geschaut. Heute ist einfach alles nur schlecht und keiner erholt sich. Das ist so ein bisschen das Grundszenario und das ist ein bisschen falsch. Man muss jetzt auch ein bisschen langfristig denken und zwischen kurzfristiger Denke unterscheiden. Langfristig, vielleicht so als Beispiel, man steht irgendwann im Dezember an der Glühweinbude, trinkt mit netten Personen einen Glühwein, hat viel Spaß und vielleicht hat sich dann auch schon alles wieder beruhigt, wenn man auf sein Depot guckt, weil eben so Aktien wie die Deutsche Bank, wie Daimler, die werden ja nicht vom Markt verschwinden, auch die werden sich wieder ein bisschen erholen und vielleicht ist im Dezember schon wieder das Weihnachtsgeschäft dran und da erholen sich auch Werte wie Apple oder sonst was und dann lacht man vielleicht über die Corona-Krise. Kurzfristig natürlich gesehen haben wir blanke Panik, muss man ein bisschen kämpfen, um seine Termine zu kriegen, aber das ist natürlich trotzdem alles im normalen Bereich und das gehört heute dazu. Deswegen kurzfristig nicht in Panik verfallen, lieber die langfristigen und schönen Aussichten, die es dann kommen, einfach im Auge behalten. Lufthansa, heute auch wieder im Minus. Die Aktie ist heute wieder kurz nach oben geschnellt. Natürlich haben wir hier so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe es vergangene Woche schon gesagt. Der Ölpreis fällt. Der Ölpreis fällt, fällt, fällt. Jetzt konnte sich die OPEC mit Russland auch nicht einigen auf eine Förderbegrenzung. Das hat den stärksten Ölpreisverfall seit 30 Jahren nach sich gezogen. Und der Ölpreis ist auch sehr tief wieder. Ist natürlich ein Vorteil für die Fluggesellschaften, aber die müssen natürlich auch sparen. Jetzt könnte man schelmisch sagen, ja gut, die sparen sowieso schon an Kerosinkosten, weil die Flieger auf dem Boden sind. Ne? Aber trotzdem könnte das natürlich ein bisschen billiger sein, aber man muss auch ein bisschen abwarten. Natürlich hedgen sich auch Fluggesellschaften gegen zu hohe Ölpreise ab und dieses Hedging geht natürlich jetzt komplett ins Leere. Da muss man auch mal abwarten, wie Lufthansa dann, wenn die Zahlen kommen, das ganze Szenario auch bezüglich der Kerosinpreise dann so ein bisschen aufdröselt und den Ausblick in die Zukunft gibt. Aber natürlich hat die Aktie schon extrem gelitten und deswegen müssen wir sagen, hier ist schon fast alles eingepreist und da werden sich mit Sicherheit irgendwann einige auch sagen, okay, hier ist der Tiefpunkt jetzt erreicht. Also von daher, die Aktie ist auf unserer Schnäppchen-Watchlist und da sollte sie auch genauestens beobachtet werden, wenn sich die Stimmung, ja, aufhellen kann man jetzt fast schon gar nicht mehr sagen, aber wieder so ein Stück weit normalisiert, dass man sagt, wirklich alles Schlechte ist eingepreist. Offiziell hat der DAX ja jetzt, wir gucken auch auf die Tops und Flops, über 20% von seinem Jahreshoch verloren. Damit sind wir eben im Bärenmarkt jetzt offiziell angekommen. Wir müssen mal gucken. Wir sehen es heute. Kein Wert im Plus. Deutsche Bank, zweistellige Minus. Der Rest erholt sich wieder ein bisschen. Was so ein kleiner Silberstreif am Horizont ist, dass es nicht weiter runtergegangen ist nach Handelsstart, sondern dass so ein bisschen Käufe noch eingesetzt haben, um den DAX nicht komplett abzufedern. Aber wir gucken trotzdem nochmal auf den langfristigen Chart vom DAX und da muss man sehen, hier können noch einige Unterstützungen fallen. Machen wir vielleicht ein bisschen länger, Vanessa. Gucken wir mal auf 2 Jahre. So, und dann werden wir vielleicht auch sehen, dass hier noch einige Unterstützungslinien gibt, die jetzt fallen könnten. Hier ungefähr bei 10.500 gehen wir dann auch runter. Könnte auch durchaus ein Szenario sein, dass wir noch unter 10 fallen. Aber wir wollen hier natürlich hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber trotzdem ist es natürlich jetzt keine schöne Nachrichtenlage. Aber wo wir gerade beim Thema Nachrichten sind, es gibt auch noch welche. Wir sehen, Siltronic kürzt die Dividende, Zahlen nicht berauschend. Ausblick natürlich unter Vorbehalt Coronavirus. Von daher sehen wir, was die Anleger davon heute halten. 10,99% ist die Aktie im Minus. In so einer Phase, wenn da auch keine guten Nachrichten kommen, dann geht es natürlich doppelt schnell bergab. Also von daher muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt ist sowieso so eine Phase, wo man das Ganze so richtig nicht greifen kann. Charttechnik auch nicht. Wenn die Anleger einfach blind verkaufen, dann werden natürlich auch Marken gerissen, die normalerweise beim normalen Verlauf eventuell gehalten hätten. Heute wird nicht so viel differenziert, heute wird einfach das Depot leergeräumt.
Von daher muss man sagen, Hypoport zum Beispiel auch hat gute Nachrichten gebracht heute. Die Zahlen sind gut, Ausblick ist gut, Aktie 6% im Minus. Auch hier haben wir den langfristigen Aufwärtstrend jetzt so ein bisschen in Gefahr, aber auch der Ausblick ist gut. Auch hier wird man sagen, die werden 2020 gute Geschäfte machen und vielleicht auch vom Coronavirus verschont bleiben. Und wenn die EZB jetzt noch irgendwas macht und die Zinsen senkt oder sonst was, dann wären natürlich Immobilien noch wertvoller und von daher können Hypoport davon eigentlich nur profitieren. Zum Beispiel auch bei LG Immobilien, die haben heute auch ihre Zahlen vorgebracht, auch hervorragende Zahlen, weiter auf Wachstumskurs, man will auch weiter wachsen 2020, aber es kommt natürlich heute auch nicht gut an, auch die Aktie ist leicht unter Druck, aber wir sehen es schon, wer heute nur 2,5% im Minus ist, dann muss man sagen, minus 2,5% ist das neue 2% plus oder 3% plus, also wer heute nicht ganz so stark verliert, der hat eigentlich schon was Gutes gemacht. Dann gucken wir noch schnell eben auf den Ölpreis, ich habe es schon angesprochen, heute auch nochmal. Hier, wenn wir vielleicht mal auf 5-6-Jahres-Chart gehen da oben, dann sehen wir auch schon wieder hier, wir kommen wieder Richtung der Tiefs, wir sind drunter und wir haben den Tiefpunkt noch nicht erreicht. Also von daher ist natürlich klar, habe ich eben schon angesprochen, die OPEC und Russland konnten sich nicht auf eine Begrenzung der Fördermenge einigen. Und jetzt kommen wir natürlich dann auch noch in so einen weiteren Rattenschwanz. Ne? Kann zum Beispiel Saudi-Arabien mit dem Ölpreis leben? Saudi Aramco, die Aktie, auch über 10% im Minus, ist abgestürzt durch diesen Ölpreisverfall und alles. Also von daher muss man gucken, die Saudis leben ja eben vom Ölpreisverkauf oder vom Ölverkauf und da muss man gucken, wie sich das aufs Bruttoinlandsprodukt ausrechnet oder auswirkt, wenn man jetzt hier schon wieder unter diese Marke geht. Natürlich gibt es auch Gewinner, wir haben es schon gesagt, Goldpreis, aber heute auch noch leicht im Minus, wenn wir hier sehen, was hier oben im Euro ist, ja im Minus, aber natürlich im Dollar ist im Plus. Da haben wir noch den nächsten Gewinner neben Gold, der Euro auch zuletzt unheimlich stark. Wenn jetzt heute aber mal gucken, wie die Notenbank am Donnerstag reagiert, auch wenn da noch was kommt, aber natürlich sehen wir, Gold setzt seinen Aufwärtstrend fort. Pharmawerte, muss man auch ein bisschen differenzieren, sind natürlich auch ein paar im Plus, wo natürlich die Hoffnung da ist, dass man eben einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Wir haben dann noch die Medizintechnikunternehmen, die ich in vergangener Woche vorgestellt habe, wie eine Paul Hartmann, wie eine Ecolab, die alles in dem Bereich tätig sind, die Desinfektionsmittel machen oder Schutzanzüge, Atemmasken, Alpha-Akte. Also von daher muss man sagen, es gibt natürlich noch ein paar Aktien, die sich gegen den Trend stemmen, aber zurzeit ist es wirklich schwierig. Aber trotzdem, ich kann es nur noch mal sagen, bitte, behalten Sie ein bisschen die Ruhe, verfallen Sie nicht komplett in Panik und vor allen Dingen drehen Sie dem Aktienmarkt nicht den Rücken. Wir haben eine schwierige Phase, die werden wir auch durchstehen und mit Mahlzeit kommen wir da zusammen wieder raus und gucken dann im Musterdepot, wie wir uns wieder die Chancen und das Geld vor allen Dingen zurückholen. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Erfolgreiche Geschäfte an der Börse sind ja heute schwierig, aber wir schaffen es. Bis morgen.